Schönen guten Tag, mein Name ist Nikolaus Brandstätter. Ich darf Sie sehr herzlich alle an diesem sehr frühlingshaften Tag zur zweiten Ausgabe des Café Brandstätter begrüßen. Ja, wir haben dieses neue Format sehr spontan letzten Sonntag ins Leben gerufen, sozusagen als Gegenpunkt zu den täglich neuen Hiobsbotschaften. Möchten wir gerne schon jetzt über die Welt nach Corona sprechen und vor allem aber auch in diesen für uns allen durchaus herausfordernden Tagen auch Zuversicht verbreiten. In diesem Sinne wünsche ich allen Zuseherinnen und Zusehern ein inspiriertes und ein inspirierendes Gespräch unter dem Motto Zuversicht ist auch ansteckend. Ja, und ich darf an Barbara Todt übergeben, die diese wunderbare Runde, die sich heute wieder eingefunden hat, moderieren wird. Ja, vielen Dank, lieber Niki Brandstätter. Ich freue mich sehr, dass ich auch die zweite Runde des Café Brandstätter am Sonntag moderieren darf. Ja, ich bin quasi auch Autorin im Brandstätter Verlag und arbeite für den Falter. Und ich begrüße jetzt zuerst einmal alle die, die heute mit uns beisammen sind. Da fange ich mal an mit meiner Falter-Kollegin und Schriftstellerin Doris Knecht. Herzlich willkommen. Hallo. Dem Künstler und Dirigenten Franz Welser-Möth, der vom Attersee her zugeschaltet ist. Wenn ich ja, richtig grüß bin. Gott. Ja. Ich freue mich sehr, dass die Köchin und Unternehmerin Haya Molcho da ist. Hallo. Hi. Ich begrüße die Politikwissenschaftlerin Barbara Breinsack und freue mich, den Tech-Investor und Unternehmer Markus Braun auch bei uns zu haben. Hallo. Hallo. Ja, so wie beim letzten Mal, Café Brandstätter, Brandstätter Verlag. Wir sind alle bücheraffine Menschen und so wie beim letzten Mal würde ich als kurzen Einstieg gerne jeden von Ihnen fragen, welches Buch gerade auf Ihrem Schreibtisch, Nachtkastel, Küchentisch liegt. Doris Knecht, wenn ich Sie als erstes fragen darf, was lesen Sie denn gerade und warum? Zurzeit lese ich vor allem Nachrichten, ich gebe es offen zu, aber ich habe vor einiger Zeit angefangen, wieder zu lesen, den Don DeLillo, das Weiße Rauschen, das war noch vor der Krise und habe das, ich wollte den Tonfall einsagen, ich habe das in den 90er Jahren schon gelesen und da geht es um eine Chemiekatastrophe, wie eine Patchwork-Familie im ruralen Amerika da plötzlich in diese Krise reingerät und wie das immer alles sich verdichtet und ich habe dann festgestellt, passt dir das nicht gut in diese Zeit. Herr Braun, was lesen Sie denn gerade? Ich schaffe es nie, nur ein Buch zu lesen. Ich lese immer mehrere Bücher gleichzeitig. Ich lese mal wieder Den Weg zur Knechtschaft von Hayek. Und sozusagen auf der Techie-Seite von Pearl, The Book of Why. Da geht es um Korrelation zwischen den Unterschied zwischen Kausalität und Korrelation. Ja, das sind eigentlich die zwei Bücher. Ich glaube, Hayek ist zeitlos. Das ist ein zeitloses Buch des Liberalismus. Finde ich beides sehr spannend. Und ich finde es auch immer wieder gut, Bücher zu lesen, die auch schon vor 30, 40, 50 oder 70 Jahren geschrieben wurden. Weil manche Gedanken sind ja fast archetypisch. Mhm. Frau Molcho, was liegt bei Ihnen am Tisch? Ja, ich lese gerade jetzt diese Unorthodox von Deborah Feldmann. Und das ist ein Thema, das mich sehr beschäftigt jetzt gerade wegen Israel und die Politik in Israel. Ich komme aus Tel Aviv. Es handelt sich um eine jüdische, orthodoxe Frau, die in Brooklyn als Kind aufgewachsen ist. Und es handelt sich, wie sie vor dieser Sekte flüchten will und wie sie ein neues Leben beginnen will außerhalb dieser Sekte. Es ist sehr spannend, ganz toll gemacht und es wurde jetzt auch verfilmt. Und ja, ein tolles Buch und ich genieße es sehr. Herr Welser-Möth? Also das Buch habe ich auch schon gelesen, aber ich bin so, nachdem ich jetzt seit 2 Wochen zu Hause bin und viel zum Lesen komme und immer schon eine Leseratte war, ich lese meistens mehrere Bücher gleichzeitig, habe gerade fertiggestellt vom Richard David Brecht den 3. Band der Philosophiegeschichte, ganz was anderes. Ich habe die Biografie von Marcel Hirscher gelesen. Sehr interessant, aber ich lese zum Beispiel jetzt gerade, bin ich mittendrin in dem Buch, Sodom,
auch sehr interessant und lese gleichzeitig, was für mich auch in Bezug auf Salzburger Festspiele interessant ist, von der Lea Singer, die vier Farben der Treue. Das ist so quer durch den Gemüsegarten bei mir. Und Frau Preinsack? Ja, wie Herr Braun und wie Herr Welser-Möst bin ich auch Synchronleserin. Allerdings habe ich nicht so viele Bücher auf meinem Nachtkästchen oder Couchtisch wie Herr Welser-Möst. Bei mir sind es zwei im Moment. Das, was ich sozusagen stärker beruflich auch lese, ist das Buch von unserer Kollegin an der Universität Wien, Andrea Komloschi. Das ist ein historischer Blick auf die Arbeit. Also wir sprechen ja alle sehr viel davon, wie sich Arbeitswelten im Moment verändern. Und ein historischer Blick hilft uns auch dabei zu sehen, dass dieses Modell, das wir als Normalmodell uns vorstellen, dass man sozusagen zur Arbeit geht, dass das ja eigentlich noch gar nicht so lange existiert. Und das zweite Buch ist eines, das ich auch schon vor der Corona-Krise begonnen habe und dann irgendwie weggelegt habe und jetzt wieder weiterlese. Und hier geht es um Geschwindigkeit. Und es geht in dem konkreten Fall darum, dass die Wissenschaft vielleicht auch besser ist, wenn sie wieder etwas langsamer wird. Und ich glaube, das gilt nicht nur für die Wissenschaft. Okay, vielen Dank. Da sind wir nämlich eigentlich schon quasi im Thema der ersten Runde. Es ist quasi das Ende der Woche 2 unter den sogenannten Corona-Maßnahmen. Und ich würde ganz gern ein bisschen darüber reden, wie man Optimismus und Zuversicht am Ende der Woche 2 pflegt, wo man sie findet und auch ein bisschen, wo man im Hier und Jetzt jeden Einzelnen von uns abholen kann. Frau Molch, ich würde Sie gerne als erstes fragen, weil Sie mir erzählt haben, dass Rhythmus, Lebensrhythmus, Strukturierung für Sie ein ganz ein wichtiges Thema ist in dieser Zeit. Sie kochen ja auch mehrmals live für Freunde und quasi Leute, die das online sehen wollen. Also wie gehen Sie um mit dem Thema Rhythmus und Struktur in der Woche 2 der Corona-Maßnahmen? Ja, ich glaube, so wie bei kleinen Kindern, ja, wie man wirklich zurück zum Ursprung geht, braucht jeder Mensch einen Rhythmus. Und gerade wenn man jetzt sozusagen in Corona-Zeiten zu Hause ist, ist es ganz, ganz wichtig, sich Sachen vorzunehmen jeden Tag. Sonst verschläft man den Vormittag, man kommt leichter in Depressionen. Also ich merke bei mir, wenn ich wirklich ein Ziel habe, wie genau gesagt, diese Live-Cooking, ja, wo ich so viele tausend Leute anspreche und ihnen auch was gebe, ja. Das Gebende ist auch eine ganz wichtige Sache momentan. Wie kann ich Menschen helfen? Wie kann ich sie ein bisschen unterstützen, indem sie wirklich den Tag rüberbringen? Das sind Sachen, die ich mache. Und natürlich, ich mache sehr viele Sachen, wo ich jahrelang keine Zeit hatte. Also ich nehme mir vor, Sachen wegzuschmeißen, zu sortieren, mehr zu lesen. Ich liebe es, mit Sami mehr zu Hause zu sein. In den letzten Jahren war ich wirklich sehr, sehr wenig zu Hause, wo wir das Nanny aufgebaut haben. Jetzt komme ich wieder zurück und zu sagen, ich genieße hier, ich habe auch einen Garten, ich habe ein Glück, ich mache Gartenarbeit, ich habe tolle Gespräche mit meinem Mann, ich mache diese Live-Booking. Jeden Tag ist irgendwas zu tun und sozusagen kommt mir diese Corona-Zeit momentan, ist es noch nicht auf mich so hergefallen, sondern ich genieße eigentlich meine Ruhe und zurück zu meinen Wurzeln zu kommen. Ein bisschen Gedanken zu machen. Wie schaue ich, was bin ich heute, ja? Wie wird es danach sein? Was habe ich bis jetzt gemacht? Alle diese Gedanken nehme ich mir jetzt sehr viel Zeit nachzudenken. Und das tut sehr, sehr gut. Frau Knecht, Sie sind Schriftstellerin, Sie haben ein Haus am Land, Sie sind auch viel am Land, Sie arbeiten eigentlich eh schon die längste Zeit von zu Hause aus. Was hat sich denn für Sie zum Positiven oder überhaupt verändert in den letzten 2 Wochen? Es hat sich nicht so viel verändert, muss ich ehrlich sagen. Ich arbeite seit vielen Jahren zu Hause. Homeoffice is my life sozusagen. Und bin auch keine große Ausgeherin und Leute Kennenlernerin. Also insofern ist mein Leben, lustig ist, dass jetzt alle so leben sollen wie ich. Das finde ich erstaunlich. Aber für mich hat sich nicht viel geändert, außer dass die Kinder natürlich zu Hause sind, auch wenn sie keine kleinen Kinder mehr sind, aber die da sind und an dem Schreibtisch, an dem ich normalerweise alleine arbeite, oder an dem Esstisch ihre Homeschooling-Sachen machen. Aber dadurch, dass wir dieses Haus am Land haben, können wir wenigstens raus und sind nicht so eingesperrt. Wir sind da sehr privilegiert. Ich spüre das auch jeden Tag und ich bin jeden Tag froh darüber. Herr Braun, quasi als Manager eines international ausgerichteten Unternehmens, kommen Ihnen da jetzt eigentlich viele Dienstreisen überflüssig vor? Also was hat sich für Sie quasi durch diesen Schub ins Digitale
verbessert? Ja, also wir sind ja Vertreter des Digitalen. Das heißt, wir sind aktuell privilegiert. Wir sind der letzte Kanal, der sozusagen noch sehr gut funktioniert. Aber ich würde wirklich sagen, dass viele jetzt sehen, dass in vielen Bereichen sozusagen, so wie wir es jetzt hier machen, Videokonferenzen, auch wenn es nicht perfekt ist, sozusagen auch das physische Reisen ersetzen kann. Das heißt, ich glaube, in vielen Bereichen wird es als positiven Effekt, und es geht in diesem Format darum, auch positive Effekte zu besprechen, auch Optimismus auszustrahlen. Ich glaube, es wird zu einem Schub der Kreativität kommen. Ich glaube, es wird in vielen Bereichen werden Technologien eingesetzt, die bis jetzt nicht in diesem Umfang eingesetzt wurden. Und auch mit einem gewissen Mut zum Unperfekten wird der Mensch auch diese Phase kreativ nutzen, sich anpassen. Und da kann definitiv Digitalisierungstechnologie ein wesentlicher Hebel sein, wenn man auch klar sagen muss, schlussendlich ist es immer der Mensch, der aus Technologie einen Mehrwert schafft. Die Technologie an sich ist immer neutral. Das heißt, es geht immer darum, wie der Mensch damit umgeht, ob er damit konstruktiv und positiv umgeht oder es auch teilweise natürlich zum Negativen nutzt. Aber stellen Sie sich vor, wir hätten nicht diese Kommunikationstechnologien, die wir heute haben. Also das heißt, das Ganze wäre vor 20 Jahren passiert. Ich glaube, in vielen Bereichen wären die Maßnahmen, die jetzt getroffen wurden, sehr schwer möglich gewesen. Das heißt, weil es all diese Kommunikationsmöglichkeiten gibt, ist es auch möglich für sehr viele Menschen jetzt vom Homeoffice eigentlich weiterhin ihre Tätigkeit auszufüllen. Das zweite interessante Phänomen, ich glaube auch, dass es zu einem Schub kommen muss oder kommen wird, der Selbstorganisation. Also das wurde ja gerade angesprochen, sozusagen die Fähigkeit zu entwickeln, sich auch selbst zu organisieren und damit sozusagen wegzugehen von Fremdorganisation zur Selbstorganisation, ist ja auch ein Fortschritt. Und ich möchte jetzt einen letzten Gedanken einbringen. Alle großen Krisen, egal ob es jetzt 2001, 2002, in unserer Industrie der Zusammenbruch der damaligen Internetgeschäftsmodelle war oder dann 2008, 2009 die Finanzkrise, haben danach zu langen Phasen des Aufschwungs und der positiven Entwicklung geführt. Und das wird jetzt auch so sein. Also ich glaube, der Mensch wird sich anpassen, wird damit umgehen und danach wird es auch wieder zu einer sehr starken Phase der positiven Entwicklung kommen. Okay. Das ist ein sehr optimistischer Ausblick, aber das ist ja auch Sinn des Formats. Wir kommen später auf die Frage noch zurück, was Sie aus Krisen lernen. Herr Welser-Möst, keine Konzerte, keine Partys, kein Konsum, also auch die sogenannte Spaßgesellschaft muss momentan Luft anhalten. Dafür gibt es aber Hauskonzerte, es gibt private Lesungen, die gestreamt werden. Hat das alles für Ihren Bereich vielleicht etwas Gutes? Also ich unterhalte mich natürlich in den letzten Tagen, man telefoniert ja auch wesentlich mehr in so einer Zeit. Ich telefoniere mit vielen Leuten aus meiner Branche und ich glaube eben, dass das, was Sie jetzt angesprochen haben, die Spaßgesellschaft, immer diesen letzten Kick zu suchen, dass da zumindest mal die Pause-Taste gedrückt wird. Für die großen Institutionen wie eine Wiener Staatsoper, Salzburger Festspiele, wird das auch verdaubar sein, was da jetzt gerade passiert. Aber die große Sorge ist die vielen kleinen Unternehmen, auch in unserem Bereich, die Künstler, die freischaffend tätig sind, nicht in so einer privilegierten Situation wie ich sind, da geht es schon an den Rand von Existenzen. Aber ich glaube trotzdem, diese Rückbesinnung, die im Moment stattfindet und stattfinden muss, denn meine Interpretation ist, Mutter Erde rächt sich gerade an uns ein wenig. Diese Rückbesinnung hat sicherlich etwas Positives. Also ich bin optimistisch, dass auch diese Effekthascherei, der wir erlegen sind in den letzten Jahren und Jahrzehnten, dass da schon eine Umkehr stattfinden wird.
Okay. Kurze Nachfrage, weil Sie die Salzburger Festspiele erwähnt haben. Da hofft man ja noch, dass die heuer stattfinden werden. Ist das richtig? Also ich glaube, dass sie in irgendeiner Form stattfinden werden. Ob sie genauso stattfinden werden wie geplant von Markus Hinterhäuser, das steht in den Sternen. Das können wir alle nicht beurteilen. Aber ich glaube trotzdem, dass das beobachte ich ja auch, dass dadurch, dass wir getrennt sind, entsteht ja auch wieder eine Sehnsucht nach Nähe. Und dieses Format ist ja auch ein Beispiel dafür, wenn Sie so wollen. Und ich glaube, dass die Salzburger Festspiele sehr wohl im Sommer, möglicherweise mit einer zeitlichen Verspätung, aber oder in reduzierter Form, ich glaube, dass sie stattfinden werden. Mhm. Frau Preinsack, was wir jetzt, Sie als Politologin quasi angesprochen, was wir jetzt natürlich erleben, ist ganz viel Solidarität, vor allem auch in der Nachbarschaft. Ist das eine Solidarität, die auch vielleicht weiterleben wird, wenn sie nicht nur den Nachbarn und die Österreicherinnen und Österreicher betrifft, sondern quasi transnational, international gedacht ist? Ja, ich glaube, damit sprechen Sie etwas sehr Wichtiges an. Also wir sehen natürlich viel Solidarität. Wir sehen auch gerade mit digitalen Mitteln neue Formen der Solidarität und Unterstützung, die jetzt auf diese Weise entsteht. Gleichzeitig, denke ich, müssen wir aufpassen, dass wir nicht Dinge, die eigentlich selbstverständlich sein sollten, wie Unterstützung in der Nachbarschaft, wie Unterstützung in der Familie, das sozusagen als Solidarität nach innen abfeiern und die Solidarität mit den anderen etwas hintanstellen. Ich sehe schon auch entgegengesetzte Entwicklungen. Ich sehe auch und ich höre das in der Politik derzeit immer wieder, dass wir sozusagen die Solidarität nach innen stärken, überspitzt formuliert. Die Solidarität mit den Österreichern, Flüchtlinge dürfen wir jetzt schon überhaupt keine reinlassen. Also es konkurrieren in gewisser Weise Formen exklusiver Solidarität mit Formen inklusiver Solidarität. Und es ist relativ einfach, Solidarität mit denen zu üben, die ohnehin so sind wie wir. Am mächtigsten und am wirkungsvollsten ist die Solidarität dort, wo sie auch ein bisschen wehtut manchmal. Wo sie nämlich Solidarität mit jenen ist, die nicht so sind wie wir. Solidarität mit denen, die draußen sind, wie auch immer man das draußen definiert. Und auch zum Teil mit denen, die vielleicht am ersten Blick Solidarität nicht unbedingt verdienen, weil sie sich falsch verhalten. Weil sie Dinge tun, die wir nicht gleich verstehen. Also ich denke mir, wenn wir wirklich andauernde Solidarität haben wollen, dann müssen wir uns alle bemühen, auch andere Menschen zu verstehen und ihre Handlungsmuster zu verstehen. Und ich glaube, in dem Zusammenhang, Frau Mahu hat es wunderbar gesagt, es ist positiv, dass wir zurück zu unseren Wurzeln gehen und uns darauf zurückbesinnen, was uns wirklich wichtig ist, auf das Wesentliche. Und da stellt sich natürlich auch die Frage, wie wir jenen helfen können, die das Wesentliche jetzt auch gar nicht haben. Danke, das nehmen wir quasi auch mit für die nächste Runde. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich glaube, die Frage, die quasi alle bewegt in der zweiten Woche oder am Ende der zweiten Woche, ist diese, wie lange noch? Also die Perspektive. Wir werden das nicht beantworten können, so wie wir wahrscheinlich sehr viele Fragen jetzt nicht beantworten können. Eine Herausforderung scheint zu sein, dass man mit so einer Ungewissheit oder Unsicherheit jetzt auch einmal leben und umgehen lernen muss. Also dass man das irgendwie aushalten muss, dass wir vieles jetzt nicht wissen. Herr Braun, meine Frage an Sie, wenn so vieles gleichzeitig passiert, ich meine, Sie als Manager, als Unternehmer, Sie sind ja auch gewohnt, quasi klare Antworten zu haben und Direktiven vorzugeben und entscheiden zu müssen. Muss man da jetzt einfach mal zurückstecken und sagen, ich muss akzeptieren, dass das halt jetzt alles nicht möglich ist und dass man diese Ambivalenzen aushalten muss? Also diesen Antagonismus quasi der Gleichzeitigkeit. Das finde ich einen sehr richtigen Gedanken. Wir sind in einer paradoxen Situation, in der die Gleichzeitigkeit unterschiedlicher sozusagen Optimierungsmodelle unter Ungewissheit passiert, die fast unmöglich ist. Also beispielsweise gesundheitspolitische Maßnahmen versus welche Auswirkungen haben
diese Maßnahmen jetzt zum Beispiel auch auf die Wirtschaftssituation. Ich glaube, die Schwierigkeit dabei ist, den Punkt nicht zu verpassen, ab dem diese, wenn man es möchte, diese Kurven zusammenlaufen. Also das heißt, unter dem gesundheitspolitischen Aspekt getroffene Entscheidungen, die derartig gravierende Auswirkungen haben, dass die wirtschaftspolitischen Einschränkungen so stark sind, dass auch wiederum gesundheitspolitisch massive Auswirkungen zu befürchten sind. Ich glaube, das ist sehr schwierig, das zu beurteilen. Ich gebe nur mit, ich glaube, beide Kurven müssen gesehen werden, weil es geht natürlich bei den jetzigen Maßnahmen, wie gesagt, wir sind privilegiert, wir profitieren gerade im Online-Bereich, aber wenn ich es gesamthaft sehe, ist es natürlich einer der größten Einschnitte, nicht nur jetzt in liberale Grundrechte, sondern auch in die wirtschaftliche Entwicklung, die es meines Erachtens in den letzten 50, 60 Jahren gegeben haben. Und davon sind jetzt nicht nur 10 oder 20% der Wirtschaft betroffen, sondern wahrscheinlich 60, 70%. Und das kann natürlich auch irgendwann einmal eine massive Auswirkung auf die durchschnittliche Lebenserwartung, auf sozusagen auch menschliche, gesundheitspolitische Themen haben. Deswegen glaube ich, dass man den Punkt finden muss, wo man sozusagen dann wieder schrittweise einen Weg findet, mit dem Virus zu leben. Ich glaube, dass Massentests beispielsweise eine Lösung sind. Ich glaube auch, dass die Richtung der Antikörpertests eine sehr gute Richtung ist. Das heißt, ich bin Optimist. Ich glaube, dass sich in den nächsten 4 bis 8 Wochen hier Lösungen finden wird, sodass es möglich ist, auch wieder schrittweise gesellschaftliches Leben und damit auch Wirtschaftsleben zuzulassen. Das heißt, auch hier möchte ich Optimismus ausstrahlen. Aber ich glaube, es ist eine Erkenntnis. Es wird ja manchmal ideologisch ausgespielt, menschliches versus Wirtschaft. Am Ende des Tages ist es ein Kreislauf. Also das heißt, wir haben in vielen Bereichen so eine dualistische Sicht. Und ich glaube, wir sehen jetzt schlussendlich, laufen die Asymptoten zusammen müssen das ganzheitlich sehen. Deswegen ist es wichtig, das ganze Thema nicht zu ideologisieren, sondern mit einer gewissen analytischen Pragmatik darauf zu schauen. Ich halte es auch für ganz wichtig, um einen letzten Punkt noch zu sagen, dass jetzt sehr schnell, nicht in Form von Almosen, sondern wirklich auch in Form von echter Unterstützung, die entsprechenden Beträge an Unternehmen ausgezahlt werden, vor allem auch an Klein- und Mittelbetriebe, die davon betroffen sind, von Kulturbetrieben bis hin zu Tourismus, auch produzierenden Unternehmen, die aktuell nicht produzieren können. Also das halte ich für einen sehr wichtigen Faktor, auch unter menschlichen Gesichtspunkten, auch unter gesundheitspolitischen. Aber ich glaube, das passiert. Das heißt, ich glaube, es werden jetzt die richtigen Schritte gesetzt. Deswegen würde ich sagen, als Optimist werden wir damit umgehen lernen. Und ich komme darauf zurück. Wir werden es verdauen. Wir werden daraus hervorgehen. Und in vielen Bereichen wird es vor allem auch durch einen Schub ins Digitale und in Innovationen hinein auch zu positiven Effekten kommen, die dann vielleicht nachhaltig da bleiben, dass sie zum Beispiel im Bereich CO2 etc., im Bereich Umweltnachhaltigkeit auch wirklich positive Effekte zeitigen. Okay. Frau Knecht, es wird derzeit sehr viel geschrieben und gepostet über die Heldinnen der Corona-Krise, angefangen von den Systemerhalterinnen bis hin zu all den Frauen, die jetzt zu Hause quasi doppelt, dreifach, vierfach belastet sind. Wie verfolgen Sie das und was soll denn bleiben von, oder wie kann dieses Heldentum sozusagen auch weiterleben und weiter wertgeschätzt werden? Als erstes möchte ich sagen, dass Sie, Frau Tod, dazu den besten Text geschrieben haben, den ich bisher gelesen habe. Und ich möchte Ihnen allen empfehlen, auf dem Falter-Blog über die Situation der Frauen jetzt in der Krise und was dabei herauskommt nach dieser Krise. Und wenn man sich vorher noch keine Sorgen gemacht hat, dann macht man sich angesichts der ganzen Fakten, die Sie da auch aufstellen. Und ich glaube, wir werden viel zu kämpfen haben. Der Rückschritt in eine 50er-Jahre-Gesellschaft, wo die ganz viele Sachen bei den Frauen hängen bleiben, wo die Versorgungs-Care-Arbeit bei den Frauen auch Sachen wie, dass plötzlich keine Schwangerschaftsabbrüche mehr möglich sind, weil sie faktisch nicht durchgeführt werden in Zeiten, in denen die Krankenhäuser sich nur um wichtige Fälle kümmern. Ich mache mir Sorgen und ich glaube, wir werden viel zu kämpfen haben danach und viele unserer Rechte und Freiheiten zu verteidigen oder uns zurückzuholen, weil sie so stillschweigend sind. Also, und da hoffe ich, dass wir dann auch zusammenhalten. Und da hoffe ich,
Corona auch zu uns halten dann. Das ist mir sehr wichtig. Ja. Wir wollen ja quasi optimistisch sein. Also wo sind denn die Momente, Frau Knecht, wo Sie Zuversicht haben, jetzt genau bei dem Thema zum Beispiel? Also gerade wo es geht um auch den feministischen Blick auf das, was jetzt passiert. Also ich sehe zum Beispiel, ich glaube, dass die Situation von Alleinerzieherinnen danach besser verstanden wird. Ja, dass viele Leute jetzt lernen, merken, wie das ist, wenn man sich wirklich die ganze Zeit neben der Arbeit auch noch um die Kinder kümmern muss. Und ich glaube, dass auch viele Väter wahrscheinlich jetzt sehr viel mehr von ihren Kindern mitbekommen und von dem, was Familie eben ausmacht. Und das halte ich für eine positive Sache. Und ich hoffe, dass davon auch was übrig bleibt, wenn die Krise vorbei ist, dass man dann nicht sagt, ach, überstanden, das machen wir wieder so weiter wie vorher, sondern dass man sagt, was können wir aus dem lernen, wie können wir besser miteinander diese Dinge in den Griff kriegen, wie machen wir, was ist eine Familie und wie machen wir das partnerschaftlich, wie helfen wir alle zusammen, dass das funktioniert. Frau Molchow, Sie haben ja ein Familienunternehmen und wie bewährt sich da quasi, wenn man seine Mitarbeiter auch schon vor der Krise im Sinne familiär, fair, wertschätzend behandelt hat. Also wie haben Sie das jetzt erlebt? Was nehmen Sie Positives mit? Ich habe das eigentlich sehr, sehr schön erlebt. Und man sollte jetzt nicht von Corona-Zeiten nur reden, sondern wir haben vor 11 Jahren mit Nanny begonnen und wir haben versucht, wirklich Wertschätzung an alle unsere Mitarbeiter. Und das ist schon vor der Corona, 11 Jahren. Und ich merke, dass jetzt, wenn wir jetzt diese schwierigen Zeiten haben mit unseren Mitarbeitern, wir haben inzwischen viele Mitarbeiter und natürlich haben wir sie in Kurzarbeit gebracht, weil alle Nannys sind geschlossen, außer die Produktion, die wir für die Supermärkte, und das ist unser großes Glück, jetzt nicht ganz unter Wasser zu fallen. Aber was wichtig ist, nicht zu denken, wenn die Krisenzeiten kommen, muss ich mich empathisch oder nett verhalten, sondern ich muss mich eigentlich dauernd gegenüber unseren Mitarbeitern fair verhalten. Und deswegen haben wir jetzt die Reaktionen, dass uns jeder verstanden hat, jeder uns Briefe schreibt, wie toll er sich auch in Nanny Familie, es ist ein Familienbesitz, also ein Familienunternehmen, wie sich toll verhalten haben. Und das macht mich besonders glücklich, weil es geht hier nicht nur um Corona, es geht um das tagtägliche Empathie und eigentlich Wahrnehmen von jedem Menschen, ob das Kinder sind, Erwachsene, ältere Personen und unsere Mitarbeiter. Und dafür bin ich sehr dankbar. Das ist eigentlich sehr, sehr schön verlaufen und die Briefe haben mich wirklich sehr, sehr berührt. Und ich danke natürlich auch an alle unsere Mitarbeiter und viele andere Mitarbeiter, die dieses Verständnis jetzt haben. Herr Welser-Möst, in Italien wird um 18 Uhr gesungen, klassische Musik gesungen. In Wien wird um 18 Uhr geklatscht und Lieder gespielt. Musik in so einer Situation, kann die helfen? Wie kann sie helfen? Naja, also ich wäre nicht in diesem Beruf, wenn ich nicht an Musik glauben würde, in dem Sinn, dass ich sage, dass Musik auch Nahrung für die Seele darstellen kann. Wir brauchen Nahrung, nicht nur physisch, sondern wir brauchen auch geistig Nahrung. Und ich möchte nur zu dem, was vorher gesagt wurde von Frau Knecht, noch etwas anmerken. Ich glaube, dass jeder, der meint, wenn wir diese Krise durchtaucht haben, dass es dann so weitergeht wie bis vor 2 Wochen, ist, glaube ich, auf dem falschen Dampfer. Ich glaube, wir müssen uns, vielleicht führt das auch zu einer neuen Bescheidenheit, wenn man so will, und auch ein Nachdenken drüber, was uns wirklich wichtig ist. Ist es, also ich finde das ja pervers, ehrlich gesagt, wenn man verfolgt, was in Amerika zum Beispiel der Vizegouverneur von Texas gesagt hat, der gesagt hat, ja, also er selber ist Großvater und er glaubt, es gibt viele Großeltern, die in dem Moment gerne sterben, damit ihre Kinder eine florierende Wirtschaft haben, eine Zukunft. Also das sind Auswüchse und ich hoffe, dass diese Krise dazu führt, dass diese Art von Auswüchsen auch zumindest auf die Seite gedrängt werden. Ich glaube, dass Musik funktioniert nur mit Geben und Nehmen. Und das ist ein wesentlicher Grundsatz des Musizierens.
Und dieses Geben und Nehmen sollte, wie auch Frau Molchow vorher gesagt hat, sollte ja eigentlich was Selbstverständliches sein. Und an diese Selbstverständlichkeit werden wir jetzt da erinnert. Frau Prein sagt, neue Bescheidenheit. Würden Sie meinen, dass das auch gilt auf politischer Ebene? Also jetzt anders gefragt, ich bin ja selber auch Innenpolitikjournalistin, lernen wir gerade, dass Politiker auch Fehler machen, dass sie nur auf Sicht fliegen oder mitunter vielleicht sogar im Blindflug unterwegs sind? Hat das nicht vielleicht auch etwas Gutes, dass wir Politiker auch in der Rolle des Zauderers, Zweiflers erleben? Sofern es so ist. Aber zwischendurch hat man schon das Gefühl, nicht, dass jetzt auch da ruckelt es ordentlich und quasi diese Selbstgewissheit ist nicht mehr so ganz da. Hat das vielleicht auch was Gutes an sich? Ich würde das gar nicht auf die Politik beschränken. Ich glaube, wir erfahren alle zurzeit, dass, wie es auch schon gesagt wurde hier, dass niemand vorhersehen kann, wie es weitergeht. Ich selbst war vor 3 Wochen in einer anderen Welt. Ich habe die Situation auch anders eingeschätzt, als ich sie heute einschätze. Und ich glaube, jeder Mensch, der das von sich selber kennt, wird auch verstehen, dass Menschen an Schaltstellen, an politischen, wirtschaftlichen Schaltstellen, dass es ihnen ebenso geht. Und ich glaube, was wir alle tun sollten, Politikerinnen oder nicht, ist, dass wir auch sozusagen Fehlentscheidungen und falsche Einschätzungen und unsere Unfähigkeit, in die Zukunft zu sehen, dass wir das auch offen eingestehen und keine Allmachtsfantasien walten lassen. Also ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Gleichzeitig möchte ich auch noch was anmerken zu dem, was Herr Braun gesagt hat. Das möchte ich auch unterstreichen einerseits und andererseits möchte ich es erweitern. Er hat gesagt, wir sollten nicht die Wirtschaft gegen die Gesundheit ausspielen. Da bin ich vollkommen d'accord. Die wirtschaftlichen und die gesundheitlichen Folgen werden sehr, sehr stark verknüpft sein in der Zukunft. Es mehren sich ja jetzt auch schon die Stimmen in vielen Ländern der Welt, dass viele Menschen an den wirtschaftlichen Folgen sterben werden, dass gerade in Ländern, in denen Austeritätspolitik sehr hoch gehalten wurde, die Austerität ja auch schon immer Menschen sozusagen, wenn man es jetzt ganz brutal formuliert, umgebracht hat. Also dass Menschen in den USA sterben, weil sie keine Gesundheitsversicherung haben, dass die Lebenserwartung in London oder in anderen Orten im Vereinigten Königreich 15 Jahre auseinanderklafft, war vor Corona schon so. Also ich glaube, hier besteht auch eine Möglichkeit jetzt, uns zu überlegen, wie wir unser System so verändern, dass wir diese großen Ungerechtigkeiten eindämmen. Und das Letzte, was ich dazu sagen möchte, hier möchte ich sozusagen über Herrn Brauns Aussage hinausgehen. Wirtschaft ist allerdings nicht Wirtschaft. Wir sind alle Wirtschaft und es gibt wunderbare Initiativen in Österreich, wo jetzt Menschen sich viel Arbeit antun und Listen zusammenstellen von Firmen, wo man online Güter bestellen kann, Produkte bestellen kann, um kleinere Unternehmen zu unterstützen und ganz wichtig, um Unternehmen zu unterstützen, die auch in Österreich und in Europa Steuern bezahlen. Diese Steuern gehen in unser Gesundheitssystem. Ich glaube, es ist jetzt wirklich eine ganz wichtige Praxis und ein Möglichkeitsfenster, uns zu überlegen, wie wir konsumieren, wie wir verantwortungsvoll konsumieren und wie wir auch vielleicht nicht konsumieren und wie wir uns einem System annähern können, das nicht auf Überkonsum basiert. Also hier, glaube ich, besteht auch für die Wirtschaft und für die Politik und für uns alle als Bürgerinnen und Bürger ein Möglichkeitsfenster und auch eine neue Verantwortung. Herr Braun, wollen Sie vielleicht, also ich hätte Sie jetzt auch quasi im Anschluss gerne gefragt, dieses Stichwort neue Bescheidenheit, das vom Herrn Welser-Möst kam, jetzt quasi Sie als Unternehmer, Sie lesen gerade Hayek, halten Sie das für realistisch? Also dass diese Drosselung, die wir jetzt erleben, die eben viele auch als
ganz, also bei all den schrecklichen Dingen, die passieren, Arbeitslosigkeit und so weiter, aber doch, die, wo es eben auch positive Aspekte gibt, dass man das mitnimmt? Oder funktioniert unser Wirtschaftssystem nicht viel zu sehr doch wachstumsorientiert? Wie schätzen Sie das ein? Wie gesagt, Sie haben vorhin ein schönes Stichwort gebracht, die Gleichzeitigkeit, also das heißt eine paradoxe Situation, wo sozusagen gleichzeitig eine Beschleunigung und eine Entschleunigung stattfindet. Ich glaube, ich bin, um ein konkretes Beispiel zu geben, ich wohne ja in Wien, bin hier spazieren gehen, geht ja noch, bin hier durch den Bezirk spaziert und man sieht hier viele kleine Läden, die auf die Schaufenster geklebt haben, wir sind online für Sie erreichbar. Wir fahren jetzt ein Modell, dass man sozusagen online bestellen kann und dann wird das im Laden dann sozusagen zu einer bestimmten Zeit dann übergeben, sodass in irgendeiner Form ein Geschäft möglich ist. Das ist kreativ, genau das würde ich tun. Vielleicht gibt es jetzt wirklich ein Phänomen, dass sich das Internet auch wieder stärker lokalisiert, zumindest für eine bestimmte Zeit. Also das heißt, und wie gesagt, ich vermeide es immer, in ideologische Debatten hier zu gehen. Ich vermeide es auch als wirklicher Liberaler zu glauben, dass meine Meinung für jemanden anderen eine große Relevanz besitzt. Ich finde, jeder Einzelne muss durch Intelligenz und Erkenntnis zu seinen Einstellungen kommen. Und es ist immer schwierig, seine subjektiven Einstellungen anderen aufzuzwingen. Deswegen bin ich da sehr vorsichtig. Aber ich glaube schon, dass es in absoluter Gleichzeitigkeit zu einer Verlangsamung kommt von vielen Wirtschaftsprozessen. Auf der anderen Seite führt das dazu, dass diese Freiräume sehr wohl genutzt werden, zum Beispiel durch einen starken Fokus jetzt, dass auch ein kleinerer Laden sich wirklich überlegt, wie kann ich weiterhin online vor allem meine Stammkunden erreichen. Und das ist sicher eine Entwicklung, die sich jetzt ohne diesen Zwang aus dieser Komfortzone herauszugehen nicht vollzogen hätte. Aber sichert vielleicht überhaupt eine gewisse Zukunftsfähigkeit, weil dadurch dann wieder der Vorteil dieses schnellen Lokalen verknüpft wird mit dem Vorteil der geringschwelligen Erreichbarkeit über online. Und das finde ich einen schönen Gedanken. Ich sage jetzt nicht, dass das sich überall so manifestieren wird. Und ich sage jetzt nicht, es wäre naiv zu glauben, dass es derzeit nicht für viele Menschen Ich würde jetzt gerne als dritte und letzte Runde quasi noch einen Gedanken einbringen. Also wir haben quasi begonnen damit, dass jeder ein bisschen für sich selbst erzählt, wie es ihm jetzt gerade geht. Jetzt waren wir sehr, sehr gesellschaftspolitisch. Aber eigentlich ist ja diese Corona-Krise auch ein globaler Moment. Und Frau Molcho, meine Frage würde da als erstes an Sie gehen, weil Sie eben eine Familie haben, die auf der ganzen Welt verstreut lebt. Und Sie, glaube ich, auch wahrscheinlich erleben, dass alle Verwandten jetzt mit ähnlichen Fragen, ähnlichen Sorgen, ähnlichen Hoffnungen, ähnlichen Themen beschäftigt sind. Bringt das Menschen vielleicht auch wieder näher zusammen, weltweit? Auf jeden Fall bei mir, weil ich habe, meine Familie ist überall auf der ganzen Welt zerstreut. Und für mich war das ja auch jetzt in diesen letzten zwei Wochen, das Schönste, was für mich ist, wieder alte Bekannte, alte Schulfreundinnen oder Familie in Brasilien oder New York, wo die alle haben das Gleiche, ist global, alle haben das gleiche Problem momentan, wenn man das Problem, und man findet wieder die alte Bekannte wieder zurück, man wird es auch, und das wünsche ich mir persönlich, nach der Corona-Zeit, genau was wir vorhin besprochen haben, es nicht zu vergessen, weiterzumachen. Auch wenn es Angst vor Veränderungen, jede Änderung bringt eine neue Sache, keine Angst vor Fremden, ja. Ich hoffe und wünsche mir, dass das auch weiterhin so bleibt, weil das ist jetzt die Chance. Und ich sehe die Corona-Krise
als Chance, Sachen zu ändern, das wir lange, lange versäumt haben. Ob das jetzt Mutter und Vater zu Hause, wie viele Kinder haben beide zu Hause gehabt, ja? Jede Rolle ist eine schöne Rolle, was die Kinder jetzt momentan wirklich genießen oder ob sie mit ihnen lernen und sie wahrnehmen. Es gibt eigentlich sehr viel positive Sachen in dieser Corona-Zeit und das versuche ich auch wirklich mit meinen Freunden, meiner Familie auch zu besprechen und uns nicht unterkriegen lassen, sondern wirklich fragen, was möchte ich ändern nach dieser Krise? Und das sind die Gedanken, die wir haben sollten. Und vielleicht Sachen nicht wiederholen, die wir vielleicht nicht richtig gemacht haben. Und das ist für mich eine Chance in diese Krise. Und global sind wir eine Familie eigentlich. Herr Welser-Möst, kann so ein Moment für Künstler weltweit in irgendeiner Form auch, es soll jetzt irgendwie nicht komisch klingen, aber vielleicht doch auch inspirierend sein? Das glaube ich. Auf jeden Fall. Große Kunst beschäftigt sich ja mit den großen Fragen des Lebens. Kunst ist da, um zu reflektieren. Und die Fragen, die uns da gerade gestellt werden, unter anderem, was den Tod anbelangt, wir sehen die Bilder aus Italien und Spanien, das sind Fragen, die für die eigentlich in der großen Kunst immer wieder gestellt wurden und gestellt werden. Also deshalb, ich glaube, um an das anzuschließen, was ich am Anfang gesagt habe, über die Spaßgesellschaft, ich wünsche mir und hoffe und bin da auch sehr zuversichtlich, dass wir einen neuen Tiefgang erleben werden. Wir müssen unsere Prioritätenliste, die wird sich auf jeden Fall verändern. Und dazu sind Krisen ja auch da. Und ich bin vollkommen bei der Frau Molchow, dass Krise eine Chance ist. Ich sage immer, in meinem Umfeld, dort, wo ich Verantwortung trage, es ist besser, dass wir uns ändern, als dass wir geändert werden. Und genau das passiert uns ja jetzt gerade. Ich möchte auch noch einen Gedanken sagen, zu den Politikern, auf die wir alle gerne schimpfen, aber Führungsqualitäten, die jeder braucht, ob er jetzt einen kleinen Betrieb hat oder ob er eben einem Land vorsteht, das bedeutet ja auch, dass man die eigenen Unzulänglichkeiten versucht, immer wieder zu erkennen. Und das habe ich auch gemeint mit einer neuen Bescheidenheit, dass wir vielleicht auch als Führungspersönlichkeiten wissen, dass nicht alles perfekt ist. Und es ist ja auch kein Grund vorhanden, also so versuche ich das zumindest zu leben in meinem Bereich, wenn man einen Fehler macht, dass man auch sagt, sorry, Entschuldigung, das ist jetzt daneben gegangen, das war ein Fehler von mir, dann gibt es auch die Chance, weiterzumachen. Frau Prein sagt nochmal das Stichwort Solidarität, nämlich Solidarität mit Fremden oder der Fremden. Ich meine, wir haben jetzt zuletzt gesehen, die deutsche Luftwaffe holt aus Italien Kranke und fliegt sie nach Köln. Es gibt Staaten, die aus Griechenland jetzt Flüchtlinge aufnehmen. Also so nach einer ersten Schockstarre hat man das Gefühl, dass diese internationale Kooperation und Dimension auch wieder ins Laufen kommt. Das könnte noch mehr werden, denke ich. Oder wie sehen Sie das? Wird das noch mehr werden? Ist das ein Hoffnungsschimmer? Ich glaube schon. Ich glaube, wir sehen alle, dass dass eine Pandemie eigentlich das klassische Beispiel eines Problems ist, das nur global gelöst werden kann. Und wie unter anderem ja auch das Klimaproblem. Also wir sehen immer mehr und es gibt immer weitere größere Teile der Menschen, die das auch praktisch erleben, dass es hier Zusammenarbeit braucht. Es gibt diese Zusammenarbeit bereits. Sie muss weiter ausgebaut werden. Wir brauchen bessere Koordination im Regierungsbereich international, aber auch im Nichtregierungsbereich. Und hier befinden wir uns auch in einer Situation, wo es neue Experimente gibt, wo neue Lösungs
Möglichkeiten entwickelt werden. Und hier wird sicher auch einiges davon bleiben. Und auch hier möchte ich betonen, was andere hier jetzt schon vor mir gesagt haben, auch hier muss man natürlich, wenn man sieht, dass etwas nicht funktioniert, den Mut und die Ehrlichkeit haben, das zu sagen. Und wir müssen als jene Menschen, die hier auch zusehen, eine bestimmte Fehlertoleranz haben. Wir befinden uns in einer Situation, wo niemand weiß, wie es richtig ist. Wir müssen jetzt strukturiert neue Möglichkeiten entwickeln, neue Lösungen entwickeln, um diese relativ neutral und kritisch reflektieren und weiterentwickeln. Herr Braun, ich hoffe, ich habe Sie vorher nicht abgewürgt, weil bei mir waren Sie nämlich ziemlich verzerrt. An Sie die Frage, die Krise als globaler Moment. Ja? Sie haben ja vorher schon erwähnt, 2001 die Tech-Krise, 2008 die Finanzmarktkrise, haben Sie quasi erlebt. Wenn wir jetzt quasi prognostizieren, können wir nicht, aber die jetzige Krise als globaler Moment, wohin könnte uns das führen, positiv gesprochen? Ich finde es einen schönen Gedanken, dass das supranationale Denken zunimmt. Also das heißt, es ist ja eine weltweite Herausforderung. Und ich finde auch diese Analogie zum Umweltthema absolut richtig. Und darin steckt auch eine Chance. Also das heißt, ich glaube jetzt nicht, dass es wird ja hier jetzt schon teilweise ein Abgesang der Globalisierung ausgerufen. Ich glaube, es könnte die positive Seite der Globalisierung verstärken. Das heißt, ein Erkenntnisprozess, dass ja, die großen Fragen, die uns in Zukunft begegnen werden, auch durch konstruktive globale Anpassungsprozesse zu bewältigen sind. Und wie gesagt, das gilt für das Nachhaltigkeitsthema im Umweltbereich. Wir müssen es schaffen, in irgendeiner Form die Nachhaltigkeitskosten in die Produktpreise zu bringen, als auch jetzt dieses Thema der Pandemie. Wie geht man damit um? Ja, es hat philosophische Komponenten. Man kann sozusagen über die grundsätzlichen Fragen, wie gehen wir mit dem Sterben, mit dem Tod um, wie gehen wir damit um, wenn sich sozusagen die Lebenserwartung verändert. Auf der anderen Seite geht es ja wirklich auch um den einzelnen Menschen. Und wenn man direkt damit konfrontiert ist, wird man das Thema immer anders sehen. Auch das ist eine paradoxe Gleichzeitigkeit. Ich glaube, wenn man aktuell Entscheidungsträger ist, und natürlich sage ich als Liberaler, es müssen immer mehr Entscheidungen auch sozusagen durch die Erkenntnis des Einzelnen getragen werden und möglichst wenig große Entscheidungen durch ganz wenige getragen werden. Aber natürlich ist es auf der anderen Seite aktuell auch notwendig. Bin ich auch hier Optimist. Ich glaube, dass die kollektive Intelligenz zunehmen wird, die Reflexion zunehmen wird und auch diese Erkenntnis zunehmen wird. Vor den großen Fragen hilft sozusagen die Ideologie nicht, sondern am besten verschafft man sich einen möglichst guten Überblick, entwickelt eine echte Meinung. Auch da ist das Internet recht hilfreich. Es gibt Fake News, aber es gibt auch die Möglichkeit, sich wirklich in Echtzeit auch echte Informationen zu verschaffen. Ja, und wie gesagt, ich glaube, dass sozusagen nationale Ideologien stärker auch abgelöst werden durch ein im positiven Sinne ein vernetztes globales Denken, das hier auch als Korrektiv wirkt. Frau Knecht, Sie haben sich zu Wort gemeldet, ich habe es gesehen. Ich würde Ihnen aber auch gerne das Schlusswort geben, weil wir sind eigentlich mit der Zeit schon um. Und mit der Frage oder quasi mit der Perspektive, weil Sie ja vorher erwähnt haben, dass Sie zwei Töchter haben, die sind, glaube ich, fast erwachsen. Die werden wohl als Corona-Generation sich später mal selbst definieren. Und mich würde interessieren, wie Sie glauben, welche Dinge für Ihre Töchter, also was die mitnehmen. Und Sie müssen Ihr Mikrofon einschalten. Ich würde ganz gerne noch was zu vorhin sagen. Ich glaube, diese Geschichte mit der neuen Bescheidenheit, das ist sehr schön, aber ich glaube, das ist schon eine sehr privilegierte Position von Menschen, die es sich leisten können, bescheiden zu sein. Die meisten Leute, glaube ich, leben sehr bescheiden die ganze Zeit. Und ich glaube, für die meisten Leute ist die Krise keine Chance, sondern eine Krise in erster Linie zur Zeit. Und ich hoffe, dass wir es zuerst einmal schaffen, an diese Leute auch zu denken und mit denen zu arbeiten, dass die Politik sich sehr stark um diese Leute kümmert. Und ich hoffe deswegen, dass auch die jungen Leute nicht zu kurz kommen in der ganzen Krise, dass die jetzt nicht weggesperrt werden, dass man ihnen nicht alle sozialen Kontakte einfach so wegnimmt, dass man schon daran denkt, dass die auch Teil einer Gesellschaft sind,
die sehr aktiv sein sollte. Auch. Und ich hoffe, dass die das als Punkt erleben, wo sie rauswachsen konnten, ja, wo man ihnen auch half, diese Traumata zu überwinden. Okay. Und Ihre Töchter, was glauben Sie? Also für die wird das eher ein Trauma sein oder glauben Sie, wird auch was Positives? Ja, also dass die das so erleben, dass die ist ein Stillstand jetzt, ja, und dass man aus diesem Stillstand auch eine neue Bewegung schaffen kann, vielleicht auch, wo sie mehr Teil davon sind, als sie es bisher waren und mehr mitreden können bei dem, was jetzt passiert, als sie es bisher konnten. Das ist eine Chance für die jungen Menschen, dass man da einen Neuanfang auch finden kann. Gut, das ist natürlich zum Schluss ein ganz wichtiger Punkt, also die Stimme all jener, die jetzt vielleicht nicht so gehört werden, Kinder, die ihre Freunde nicht sehen können, junge Menschen, denen die sozialen Kontakte wahrscheinlich noch viel mehr fehlen als uns, die wir schon etabliert und mit Büchern in unseren schönen Wohnungen sitzen können, Frauen, Menschen, die vielleicht auch nicht Deutsch sprechen, also das ist... fasse ich jetzt auch nochmal mit, als fasse ich zusammen und gebe quasi mit an alle, die uns zuhören, dass das natürlich ganz, ganz wichtig ist. Ja, damit würde ich mich sehr gerne bei Ihnen bedanken. Ich finde es großartig, wie wir geschafft haben, dem Thema doch Perspektiven, zuversichtliche Perspektiven abzugewinnen, ohne dass wir quasi vergessen haben, auf jene zu schauen, wie das alles eine wahnsinnige Belastung ist. Ja, und mit diesem Gedanken würde ich mich gerne von unseren Zusehern und Zuseherinnen verabschieden. Wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Bleiben Sie gesund, passen Sie auf sich auf und halten Sie 1,5 Meter Abstand. Danke. Danke. Wiedersehen, danke. Wiedersehen. Auf ein baldiges Wiedersehen, hoffen wir. Ja. Wiedersehen. Ciao.